Was geht ab, meine Z-Fighter? Osri hier. Und heute schauen wir uns einen weiteren OP-Leader an. Und dieser OP-Leader ist so OP, dass als er rauskam, er zum einen verbuggt rauskam und zum zweiten man ihn genervt hat, weil er kam als maximal als SSR raus. Heißt, er ist so OP, dass man ihn nicht mal auf den UR-Status bringen kann. Und es ist kein anderer als, wie ihr es schon seht, Vegito. Die Farbe SE von Vegito, denn sein OP-Leader-Skill. Er gibt der Majin Buu Saga Kategorie ganze Ki plus 2 und auf HP und F 30%. Auf so ein Leader habe ich die ganze Zeit gewartet. By the way, diejenigen, die es im letzten OP-Video nicht verstanden haben, es ist natürlich alles hier sarkastisch, heißt, ich mache hier total Spaß. Aber dennoch kann man sie auf jeden Fall nutzen. Das ist eine Wahl. Ja, es sind Free-to-Play-Karten. Sie haben quasi einen Kategorie-Leader-Skill. Und man kann es so gesehen benutzen, indem man, indem ich mir zum Beispiel ein Majin Buu Saga Team baue, wie ich es gemacht habe. Aber ich selbst habe nicht Super Vegito, den physischen, den eigentlichen Majin Buu Saga Leader. Aber da ich Vegito habe, den OP-Leader, kann ich als Friend den Super Vegito nehmen. Und so kann ich im Prinzip ein Majin Buu Saga Team bauen. Und darum geht es in der ganzen Reihe OP-Leader, ja. Das sind Free-to-Play-Charaktere, Free-to-Play-Kategorie-Leader, die ihr nehmen könnt, wenn ihr den eigentlichen Leader nicht habt. Und als Friend nehmt ihr dann natürlich den eigentlichen Leader. Und das werde ich hier an der Stelle gleich machen. Heißt, ich werde mir gleich kurz einen Super Vegito rauspicken. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem Dokkan-Event wieder. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Wir sind im Dokkan-Event von Super Vegito, vom physischen. Aber ich sage es jetzt schon, ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden, weil mein Team nicht aus Charakteren besteht. Oder nur aus Charakteren, die fürs Battle haben, sagen wir es mal so. Anyways, das ist nicht der Fall, nämlich ich wollte nämlich zeigen, der eigentliche Majin Buu Saga Leader ist ja physisch Super Vegito. Und er gibt im Majin Buu Saga Kategorie Ki plus 3 auf HP und F 170% und auf den Angriff 130%. Da ich ihn nicht habe, nehme ich hier den OP Leader. Der gibt im Majin Buu Saga Ki plus 2, heißt, wir sind bei Ki plus 5 mit beiden Leadern und auf HP und F 30%, heißt, wir sind auf HP und F 200% an der Stelle. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, was der OP-Leader und sein Team hier drauf hat an der Stelle. Sehr gut, ich würde auf jeden Fall den OP-Leader rausrotieren, so oft es geht. Das ist ein SSR-Unit und der muss einfach raus, ja. Wenn er in der Rotation ist und einen Angriff bekommt, dann werden wir das auf jeden Fall zu spüren bekommen. Und ansonsten werde ich versuchen, ich habe Super Vegito mit Fierce Battle, physisch Super Vegito unseren Friend. Und dreifachen Angel Goku, heißt, ich muss da irgendwer in die Rotation bringen, wo Fierce Battle vertreten ist. Vor allem, wenn wir dann in die nächsten Phasen kommen, wo wir Fierce Battle brauchen, um gegen Schaden zu machen. Und da werde ich auf jeden Fall gespannt sein, wie das Ganze dann läuft. Mist, wir konnten Vegeta nicht ausnehmen. Heißt, er wird unseren OP-Leader treffen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Bevor wir hier urteilen, früh urteilen. Hier ist unser OP-Leader in Action. Oh, 45.000. Nicht schlecht. Gut. Aber, ja, eigentlich wäre die Rotation schon gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben jetzt zwei Fierce Battle-Charaktere. Ich versuche das Ganze mal so zu lassen. Aber die beiden Jungs linken sich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, beziehungsweise wir sehen es auch. Was machen wir? Lass das Ganze mal so laufen. Heißt, was wir machen ist auf jeden Fall, wir haben Spaß. Ich werde jetzt nicht versuchen, das auf Teufel komm raus zu schaffen, das Event. Ich würde gerne nur versuchen, wie weit man damit kommt, mit so einem OP-Leader-Setup. Und für diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben, wenn ihr quasi den eigentlichen Kategorie-Leader nicht habt, so wie ich an der Stelle mit dem physisch Super Vegito für die Majin Buu Saga Kategorie, dann gibt es oftmals, nicht bei jedem, aber oftmals, einen anderen Leader, der quasi Free-to-Play ist und auch einen Kategorie-Leader hat. Für die Kategorie. Und in dem Fall ist unser, und ich nenne sie OP-Leader, ja, das ist total sarkastisch und das ist nur zum Spaß, ihr dürft das nicht ernst nehmen, wenn das OP. Nehme ich ihn dann quasi als mein eigenen Leader und dann testen wir das Ganze mal, wie weit wir da kommen. Das letzte Mal haben wir das gemacht mit den Resurrected Warriors. Alright, wie machen wir das hier? Wir sind noch nicht unter 80%. Heißt, wir werden da hinten gut Schaden bekommen. Yes, das werden wir auf jeden Fall. Machen wir das mal vielleicht so. I guess, yes. Wir machen das mal so. Ja, wir sind noch nicht unter 80%. Heißt,
Oh Mist, wir können mit Vegito nicht ulten. Unser zweifacher Vegeta hat hier noch keinen Boost auf, weder auf Angriff noch auf Death. Erst wenn die HP 80% oder drunter sind, bekommt er 90% auf den Angriff und auf die Verteidigung. Andere OP-Lieder, die mir noch einfallen, so spontan. Eigentlich sollten es zu jeder Kategorie, zu jedem richtigen Kategorie-Lieder, Meta-Kategorie-Lieder, einen Free-to-Play-Kategorie-OP-Lieder geben. Eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob mir spontan einer anfällt, aber ich denke ja. Fusion ist der normalerweise vielfach Gohita, der OP-Leader wäre Gotenks, wenn mich alles täuscht, in Gotenks. Für Shadow Dragon Saga ist, glaube ich, der Super Saiyan 3 Goku GT physisch. Ja, der ist ja nicht so free to play, weil er von einem Banner droppt, okay, da gebe ich euch recht, aber es gibt quasi eine Alternative. Sagen wir es, einigen wir uns mal auf Alternative statt auf free to play Variante. Resurrected Warrior haben wir gesehen, Freezer. Ja, okay, das passt doch. Freezer und Resurrected, sage ich. Majin Buu Saga haben wir jetzt an der Stelle. Den farmbaren Vegito. Ja, auch wenn das so was passt. Ja, ich hätte eigentlich Vegito ganz nach links stellen können. Ich meine, der kontert ja. Aber ihr merkt schon, ich habe ihn selbst nicht, deswegen weiß ich nicht, wie was er. Ich weiß schon, wie man mit ihm spielt, aber ich bin es nicht gewohnt, sagen wir es mal so. Genau. Sonst fallen mir gerade. Ja, okay, in GP der dreifache. Ist eine dreifache Agility-Bar-Lock, den man awaken kann. Auch die Alternative. Also Alternativen gibt es eigentlich schon, ja, da gibt es schon. Ich weiß nicht, ob ich alle so spontan aus dem Kopf sagen konnte. Da gibt's, was haben wir für Kategorien? Ah, wir haben viele Kategorien. Wenn ich das jetzt so sehe, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich alle aufzählen kann. Fusion haben wir schon. Fusion, Shadow Saga, Majin Buu Saga. Hybrid Saiyan ist der Tech Gohan. Der aus dem Banner Drop, Tag Ultimate Gohan, Hybrid Saints. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir momentan? Reserve Fury, okay, haben wir abgehakt. Dreifach in JP, okay, in JP sehe ich mal was. Vielleicht nicht. Oh, okay, jetzt wird es schwierig, jetzt haben wir keinen. Das dodge schon mal direkt. Das dodge schon mal direkt. Yeah, machen wir es so. Wir haben keinen Fist Battle, also. Okay. Zwar, ich glaube, mit dem kriegt er bessere Links jetzt, ne? Ja, wir machen mal so, wir haben die Runde ja gedodged. Alright, zack. Und nebenbei schaue ich mal nach den Kategorien, damit ich euch hier keinen Mist erzähle. Und dann machen wir erstmal so, Moment. Ciao! Hi. Pff, ihr seht, ohne vier Spetten machen wir keinen Schaden. Was machen alle Goten und Trunks? Let's go. Okay, sie werden leider nicht zum Dreifachen, macht nichts. Ihr seht es, sie brauchen echt viel Battle. Additional Attack, okay, schade. So, aber hier haben wir jetzt viel Battle. Oh, das ist sehr gut. Das ist eine komplette Reihe mit viel Battle Charakteren. Ich würde gern meinen Vegito ganz nach links stellen, der ist auf 100%. Jetzt die Frage, ob wir auf Ultis kommen. 1, 2, 3, das hat das Problem, ne? Aber wir hielen uns mal mit dem hier. Und danach kommt noch ein Vegito. Je, ob wir das schaffen, gucken wir mal. Aber der bekommt. Oh Gott, das hat nicht gereicht. Doch, okay, nice. So, Leute, wenn euch bis jetzt schon das Video gefallen hat, ich nicht wundern. Also nicht, dass ich hier keinen Bock habe, sondern ohne irgendwas anderes mache. Ich schaue gerade nach, dass ich euch nicht Mist erzähle, sondern. Warte, der hat doch 4 Battle. Warum macht sein Konto keinen Schaden? Jetzt, Crit, okay. Schaue ich mal wegen den Kategorien nach, damit ich da sehe, okay, diese Kategorien hat es. Ich habe jetzt auch nicht alle im Kopf. Ja, ich schaue da auch immer ab und zu nach, so ist nicht. Aber ihr seht, so wie viel Battle haben, läuft es auf jeden Fall. Okay, so, Kategorien haben wir hier. Resurrected Warrior haben wir abgeschlossen. Ich zähle zwar nur die Potara, sage ich, die Global Kategorie. Okay, ja, okay, cool, ja, wir haben es überlebt. Okay, alles gut. Komm schon, du hast Crit. Oh je, Moment. Ich glaube, in der guten und Chance sollten das trotzdem. Yes. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Gut. Hey, Osaru, ich warte die ganze Zeit darauf, dass du die Kategorien aufsagst. Ja, I've got you, okay. Resurrected Warrior haben wir. Ist der OP-Leader, Agility Freezer.
Potara ist quasi Kayle. Ja, der eigentliche Richtige ist dann Ele Vegito, wobei Kayle sage ich, Kayle vielleicht auch zum richtigen 10 nach ihrem Awakening auf jeden Fall. Super Saiyan 3 wäre der Agility Bardock, der zum Super Saiyan 3 wird. Heißt, er ist nicht so free to play, sondern ihr müsst ihn schon erfahren. Moment, Jungs und Girls. Machen wir das so. Yes, sehr gut. Das machen wir so. Yes. Und dann healen wir uns und aktivieren Icarus. Yes, machen wir so. Genau. Ja, Super Saiyan haben wir. Majin Buu Saga sehen wir gerade. Vegito, unser OP-Leader. Und bis jetzt macht sich das Ganze auf jeden Fall gut. Also ich hätte nicht, ich will mal nicht zu früh uns loben, aber ich denke, es ist machbar. Ja, es ist machbar. It's winnable. Majin Buu Saga, ja, unser Boy Vegito Fusion in Gotenks, Hiruitsu Saiyan Tech Ultimate Gone, Peppy Golds. Ja, Peppy Golds ist, glaube ich, beziehungsweise ja, da gibt es ja keinen Meta-Leader, aber Peppy Golds Leaderin ist Yurin, wenn sie so heißt, Yurin, die von Tenshinhan's, nicht Turtle School, sondern Kranich School. Namek sage, okay, der Free-to-Play geht Gohan bis jetzt nur. Ginyu Force, die Ginyu-Truppe, okay, Low-Class World Noraditz, World Tournament, World Tournament. Ich glaube, da kommen noch welche. In Global, in JP ist Muten Roshi. Beziehungsweise Jackie Chun dann Int. Unter anderem Giants. Ich weiß nicht, ob es für Giant eine Alternative gibt, aber ich glaube nicht, dass es bis jetzt nur Tapion. Shadow Dragon, yes, haben wir den Super Saiyan 3. Genau, Super Saiyan 3. Goku GT. Ja, jetzt denkt euch wahrscheinlich, ja, Rip Osaro, du hast die ganze Zeit nur über die Kategorien OP-Lieder geredet. Ja, und das ganze Spiel verpasst. Ja, irgendwie hat es einen falschen Lauf genommen, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Icarus ist aktiviert. Yes. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich wollte auf jeden Fall euch da nicht Mist erzählen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass es fast für jeden Kategorie-Leader da auch eine Alternative gibt. Und im Prinzip war das nicht so falsch, also fast für jeden. Genau. Yes. Ihr könnt das Ganze euch natürlich. Ich weiß, was gerade los ist, ja. Zum einen rede ich schnell, zum zweiten verplappere ich mich die ganze Zeit, zum dritten rede ich gerade die ganze Zeit über anderes, außer mich hier vielleicht zu konzentrieren. Aber vielleicht ist das der Effekt der OP-Leader. Ja, okay, ich hab's. Wisst ihr was? Wisst ihr, woran das liegt? Der OP-Leader Vegito ist so OP, ich muss mich nicht mal konzentrieren, er macht die trotzdem fertig mit seinem Team. GG, oder? GG. Was sagt ihr dazu? Das ist halt die Macht der OP-Leader. Ich muss, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Ihr seht's doch. Nebenbei läuft alles sehr easy. GG. GG, literally GG. Anyways, Leute, kurz zusammengefasst, das war quasi ein weiteres Showcase zu einem OP-Leader. OP-Leader sind Alternativen zu den Meta-Kategorie-Leadern, wenn ich das so sagen darf. Wir hatten schon ein Beispiel mit Resurrected Warrior. Der eigentliche Leader ist ja in Age Gold Freezer, aber es gibt eine Alternative. Free-to-Play Agility. Angel Freezer, der gibt auch den Resurrected Warrior einen Boost, beziehungsweise der Leader davon. Und auf der anderen Seite, jetzt im zweiten Video zu der OP-Leader-Reihe, haben wir hier Vegito gesehen. Eigentlich ist mal Super Vegito physisch der eigentliche Majin Buu Saga Leader, aber wir haben den OP Leader Vegito hier genommen und wir haben gegen den eigentlich Leader gewonnen. Also ich sag's euch, unterschätzt nicht die OP Leader Leute, und wenn euch das Ganze gefallen hat, auch wenn ich ein bisschen zu viel geschwafelt habe vielleicht, verzeiht mir für heute, es ist Montag, also ja, beziehungsweise ihr seht das am Montag, aber bevor ich hier weiterrede, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns das nächste Mal, Peace.